Ich selbst bin ihm seit vielen Jahren politisch und persönlich verbunden und wünsche ihm und seiner Familie viel Kraft. Dass er wieder gesund wird, das steht für alle im Vordergrund. Und selbstverständlich bin ich bereit, in dieser Situation Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich an dieser Stelle auf mich verlassen. Zu den Entscheidungen von Martin Schulz. Ich freue mich sehr, dass mit Katharina Barley eine gute Nachfolgerin zur Verfügung steht für das Amt der Familienministerin. Ich bin sicher, dass sie das sehr gut machen wird. Und ich freue mich auch sehr, dass wir mit Hubertus Heil einen erfahrenen Generalsekretär bekommen. Insofern zeigt die SPD im Land Mecklenburg-Vorpommern, aber auch auf Bundesebene, wir sind auch in solch schwierigen Situationen handlungsfähig. Ja, die Nachricht von der schweren Erkrankung von Erwin Sellering hat uns heute Morgen alle schwer getroffen. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute und viel Kraft bei der Bewältigung dieser schweren Krankheit. Auf mich kommt nun ein neues Amt zu, das der Bundesfamilienministerin. Ich freue mich sehr auf dieses Amt. Manuela Schwesig hat Großartiges geleistet in diesem Amt. Sie hinterlässt da durchaus große Fußstapfen. Ich erinnere zum Beispiel an den großen Schritt in Richtung gleicher Lohn für gleiche Arbeit, den wir getan haben. Oder auch die deutliche Stärkung von Alleinerziehenden oder auch das Elterngeld Plus, was die Wahrnehmung von Familienarbeit und Berufstätigkeit beider Eltern deutlich erleichtert. Aber es gibt eben noch viel zu tun. Wir sehen das gerade jetzt bei der Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. Da steht die CDU und die CSU wie immer auf der Bremse, wenn es um Frauenrechte geht. Und da wird es noch große Anstrengungen bedürfen von Andrea Nahles und mir, um dort zu einem Ergebnis zu kommen, das im Interesse von Frauen und auch von Männern ist, die wegen Familienpflichten auch in Teilzeit gehen wollen. Ich freue mich sehr auf die nächste Zeit und bin sehr dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit bekomme, in diesem Feld, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, Familien, Senioren, Frauen und Jugend, aber auch Demokratie, noch einiges zu bewirken. Das Feld der Demokratiestärkung gehört auch zu diesem Ministerium, der Kampf gegen Extremismus. Auch das ist etwas, was ich mir immer auf die Fahnen geschrieben habe. Insofern, wenn ich ein Ministerium mir hätte aussuchen können, dann wäre es dieses gewesen. Und ich freue mich sehr auf dieses neue Amt. Ich war ausgesprochen gerne, oder ich bin es noch ausgesprochen gerne Generalsekretärin. Ich habe das immer auch betont. Das Willy-Brandt-Haus ist ein tolles Haus. Wir haben großartige Konferenzen auf die Beine gestellt. Es ist ausgesprochen gut aufgestellt und ich übergebe da an meinen Nachfolger auch ein gut bestelltes Haus. Es kam heute überraschend für mich aufgrund von besonderen Umständen, dass mich heute Martin Schulz gefragt hat, das Amt des Generalsekretärs der SPD kommissarisch zu übernehmen. Ich werde mich dieser Aufgabe stellen in Verantwortung für meine Partei, um Martin Schulz als Kanzlerkandidaten der SPD im Wahlkampf zu unterstützen, um meiner Partei zu dienen mit voller Kraft, mit allem, was ich zur Verfügung habe. Und es wird ein spannender Wahlkampf.